weiteren Betrieb besitzt er in Niederzissen bei Bad Breisig. Im Kellergeschoss seines LKW-Betriebes in Neuhäusel befindet sich die Bastelstube des erfolgreichsten deutschen Tuners dieser Saison. Zahllose Lorbeerkränze und Pokale zeugen von den Rennerfolgen der Zackschen Automobile. Sein Meisterstück lieferte Erich Zarkowski beim großen Preis der Tourenwagen auf dem Nürburgring. Ein Großteil der Formel-1-Elite ist auf die Tourenwagen umgestiegen. Pettersson, Stuck, Maas, Lauda und X, um nur einige zu nennen. Gegen diese Starfahrer tritt Erich Zarkowski auf seinem 2-Liter Escort an. Wie bei allen Tourenwagenwettbewerben wird auch die Europameisterschaft in zwei Klassen ausgetragen. In der Division 1 bis zu 2 Litern, in der Division 2 über 2 Liter. Gewertet wird gemeinsam. Die Favoriten fallen aus. Jochen Maas muss an die Boxen. Die Benzinpumpe ist defekt. Der bis dahin in der Europameisterschaft führende Pelletier muss aufgeben. Auch Hans-Joachim Stuck kommt mit zerfetzten Reifen und zerbeulten Felgen an die Boxen. Bei Hesemanns muss die Hinterachse ausgetauscht werden. Nur ein Wagen bleibt von Defekten verschont und umrundet den Ring mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Der Sachspeed Escort mit seinen Fahrern Hans Heyer und Klaus Utig. Er wird Gesamtsieger beider Klassen beim großen Preis der Tourenwagen auf dem Nürburgring.